Vielen Dank, Herr Präsident. Weil ja hier einige argumentieren, es ginge nur um das Erziehungsrecht der Eltern, da will ich schon noch mal auf die Inhalte zu sprechen kommen, die auch verboten werden sollen. Und das konnte man doch in regierungsnahen ungarischen Zeitungen lesen. Da wird gesprochen von der schwulen Propaganda auf Netflix. Glee ist da eine besonders gefährliche Serie. Oder bei Game of Thrones auf HBO, da sind viel zu viele schwule Charaktere. Auch dagegen richtet sich das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage hier ganz klar, wer glaubt, dass man vom Netflix-Gucken schwul wird, der hat überhaupt nichts verstanden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das wäre nur lächerlich. Das wäre nur lächerlich, wenn es nicht so ernst wäre. Wenn es nicht um die Zukunftsexistenz von Vereinen, von Hilfsorganisationen, von der Öffentlichkeit der LGBT-Community in Ungarn insgesamt ginge. Das ist die Putinisierung von Ungarn, die wir da erleben. Und Toleranz ist nichts Westliches oder Liberales, sondern es ist etwas Menschliches. Und der Schutz von sexuellen Minderheiten ist auch nichts, was hier von Brüssel aus über die Mitgliedstaaten gebracht ist. Es ist etwas, zu dem sich alle Mitgliedstaaten in Artikel 2 bekannt haben. Und verdammt nochmal, ich erwarte, dass jetzt reagiert wird und dass wir endlich Handeln sehen in dieser Frage. Ich kann es nicht mehr erklären, hier zu stehen, und ich kann es keinem Schwulen, keiner lesbischen Frau mehr in Europa erklären, dass das nicht endlich passiert.